Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Agatha Knife. So, wir reden jetzt hier mit der Verkäuferin. Vielleicht hat sie ein leeres Buch. Hi, ich wollte dich was fragen. Nur zu. Hast du zufällig ein Comic mit leeren Seiten? Mit leeren Seiten? Was meinst du? Ja, ein Comic mit leeren Seiten, ohne etwas Gedrucktes. Ich glaube nicht. Alle Comics, die ich habe, sind normal mit Text. Tut mir leid. Oh, na gut. Danke trotzdem. Kein Problem. Ich werde sie fragen, ob sie ein Geek ist. Hallo, bist du ein Geek? Naja, ich stehe total auf Videospiele, ich lese viele Mangas und ich liebe Superheldenfilme. Ich sammle alle Arten von Figuren. Und ich hänge jeden Abend mit meinen Freunden ab, um neue Brettspiele auszuprobieren. Also ja, ich schätze, man könnte sagen, dass ich ein Geek bin. Ja, ich habe sonst nichts mehr zu fragen. Ich bin weg. Okay, bis später. Das Ding ist, ich würde ja überall jetzt so eine weibliche, versuchen eine weibliche Stimme zu machen, aber die würde immer wieder gleich klingen, weil ich nicht so viele verschiedene Stimmen wirklich kann machen. Und zweitens, ich würde es im Endeffekt noch vergessen. Oh, Attack on Titan hier und Alien. Und hier, Batman Begins. Ihr Wuffel. In dem Schaufenster sind Brettspiele und Actionfiguren. Und drinnen kann ich auch Comics und Kostüme und Filme sehen. Das ist aus Mars Effect. Das sieht aus wie Mickey. Das ist, glaube ich, Dragon Ball. Ja. Hier Prinzessin Mononoke. Hier Knuckles. Nur ein bisschen die komische Version da, die an mir vorbeiging. Diese Knuckles. Und hier ein Wuffel. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Lass uns woanders hingehen. Okay. Da spielen welche Basket. Man nennt es Basketball oder Streetball, so etwas in der Art. Wenn wir die Straße überqueren, sind wir in der Nähe von der Bushaltestelle und Nikas Haus. Noch weiter ist der Supermarkt und die Burgerbar und der Tierarzt. Am Ende der Straße ist die Bücherei und das unbebaute Land oder so. Ja, immer schön, ne? Knopf drücken, immer schön warten, bis es grün ist, bevor man über die Straße geht. Das hat die Agatha hier schon richtig gemacht. Das ist ein Eisenwarenhandel. Ich werde dort nichts Nützliches für den Karnivorismus finden. Lass uns woanders suchen. Sieht aus, als liebt dieser Mann seinen Vogel. Ich mag ihn. Hi. Hallo. Ich mag deinen Vogel. Wie ich sehe, gibst du dem Vogel viel zu essen. Du machst ihn doch nicht fett. Damit du ihn essen kannst, oder? Natürlich nicht. Warum denkst du das? Ich gebe ihm seine Leckerchen. Es ist schon eine Weile her, seit er sie bekommen hat. Ich bin da mal weg. Okay, macht's gut. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Lass uns woanders hingehen. Mehlsäcke. Ich glaube, man kann Brot daraus machen. Oh, das erinnert mich, wie gut Sandwiches mit Schweinelende, Bacon und Käse sind. Ja, das wäre auch mein erster Gedanke. Der Mehllieferant. Ja, gehen wir mal vorbei hier, ne? Ich weiß nicht, wer da wohnt. Lass uns woanders hingehen, okay? Ich mag es nicht. Sieht auch wirklich komisch aus. So. Oh. Mein Gott, was ist das? Lotti, bist du es aus Deponia? Oh mein Gott.
das ist das kitschigste Kleid, das ich je gesehen habe. Ja, Lotti wird's anziehen, ne? Ringe, Ketten, Armbänder und andere glänzende Dinge. Es gibt Leute, die einen Haufen davon auf ihre Gesichter und Hände tun. Ich habe diese Dinge nie gemocht. Interessanter Look. Eine Handtasche in Form eines Herzens. Und noch eine in Form eines Hundegesichts. Das ist auch eine wie eine. Da ist auch eine wie eine Violine. Oder eine Art Musikinstrument. Mein Rucksack ist cooler. Er ist kleiner, aber es passen viele Sachen rein. Und er ist super praktisch. Sie verkauft nicht nur Kleider und Taschen, sondern scheint auch Anpassungen vorzunehmen. Ich würde eins davon nur anziehen, wenn ich mir sehr hart den Kopf gestoßen hätte. So, dann reden wir mal mit Lotti, ne? Hey! Oh, hallo! Er trägt seltsame Klamotten. Du trägst Damenunterwäsche? Nein, das ist mein Wrestling-Kostüm. Was meinst du mit Wrestling-Kostüm? Ich meine, dass ich ein professioneller Wrestler bin und das mein Kostüm ist. Eigentlich habe ich jetzt die Stimme komplett falsch gemacht. Ich müsste jetzt voll eine tiefe, normale Stimme haben, aber gut. Wrestling? Hat das etwas damit zu tun, Leute zu verprügeln? Ja. Ja. So in der Art. Die Grundidee ist, dass es so aussieht, als würde man sich prügeln. Aber im Ring tun wir einfach nur so. Wrestling ist wie der Zirkus oder das Theater. Aber warum kämpfst du in diesen Klamotten? Es macht mehr Spaß und die sind nicht nur dafür da, denn wenn ich wrestle, ich ziehe sie oft so an. Und wenn ich auf Partys gehe oder mit meinen Freunden abhänge, alle lachen, wenn sie mich sehen. Es gibt nichts Besseres, als Leute zum Lachen zu bringen. Okay, ich muss doch seine Stimme wieder normal machen. Ich komme ein bisschen durcheinander. So. Ich wette, jeder lacht ihn aus. Ärgern die Leute dich? Natürlich, immer. Aber ich bin eine tolerante Person. Und ich habe jetzt wieder meine normale Stimme aufgelegt. Du hast mich ja eh durchschaut. Wenn nicht, hätte ich mittlerweile bestimmt schon ein paar Hälse umgedreht und ein paar Gliedmaßen ausgerissen. Okay. Ich bezweifle, dass du viele Freunde hast. Also ich schätze, es ist schwieriger, Freunde zu finden, wenn man so gekleidet ist. Nicht wirklich. Eigentlich finde ich jeden Tag neue Freunde. Die Leute halten mich ständig auf der Straße an. Wir albern herum und sie machen Fotos mit mir. Wir haben eine tolle Zeit. Ah, okay. Ich weiß nicht, was ich noch zu ihm sagen soll. Ich muss gehen. Okay, bis später. So. Regenschirme. Nützlich, wenn es regnet und man rausgehen muss. Man hält sie über den Kopf und so wird man nicht nass. So, man lädt hier auch noch ein paar Sachen dazu. Ich bin ziemlich sicher, das sind bunte Cupcakes. Alles in diesem Laden ist super süß. So, dann reden wir jetzt noch mit der Dame. Hey! Hallo, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Es sieht nicht so aus, als würden sie Bücher mögen, aber ich frage trotzdem. Ich suche nach einem Buch mit vielen leeren Seiten. Hast du etwas, das ich verwenden könnte? Nein, tut mir leid. Ich habe nur Klamotten und Accessoires. Im Grunde das, was du hier sehen kannst. Vielleicht könntest du es in der Bücherei oder im Comicladen versuchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du ein Buch mit leeren Seiten finden wirst. Alles in diesem Laden ist sehr kitschig. Die Dinge, die du hier hast,
Die Kleider, die Taschen, die Armbänder. Es sieht aus wie der Kleiderschrank einer Prinzessin. Ich bin sicher, eine Prinzessin würde gerne eins meiner Kleider tragen. Alles, was ich im Laden führe, die Klamotten, die Accessoires, ist Lolita-Mode. Jedes Teil ist ein kleines Kunstwerk voller unglaublicher Details. Hast du etwas gesehen, das dir gefällt? Niemals. Ich mag nix. Oh. Und du willst nix probieren? Manche Mädchen ändern ihre Meinung, wenn sie in einem... Manche Mädchen ändern ihre Meinung, wenn sie sich in einem der Kleider sehen. Nein, danke. Okay, wie du willst, mon chéri. Hast du eigentlich deinen Kopf in eine Mülltonne gesteckt? Ich glaube, du hast Essenreste in den Haaren. Du bist sehr unhöflich, ja? Lass uns nochmal anfangen, in Ordnung? Okay, also, hallo. Hallo, suchst du was? Ich gehe, ich habe Dinge zu erledigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Au revoir et merci pour votre visite. So, Ja gut, dass wir da jetzt nichts finden für uns, ne? Das war ja schon ein bisschen klar. Was haben wir denn hier? Dort wohnt meine Freundin Nika. Gehen wir einfach mal rein, ne? Okay, die Mutter, falls das die Mutter ist, sieht ein bisschen... Eine Wanduhr, sie ist kaputt. Das oder die Zeit in diesem Haus wurde angehalten. All die Gemälde sind sehr hässlich, naja, mit Ausnahme von dem mit der Katze, das ist ziemlich süß. Nikas Mama, hypnotisiert vom Fernseher. Das ist Pleso, Nikas Hamster. Er sieht süß aus und isst seine Samen auf dem Kissen. Eine Talkshow. Hi, Frau Ellen. Ist Nika zu Hause? Hallo. Verschwende deine Zeit nicht. Sie kann dich nicht hören. Okay. Was ist los mit Nikas Mama? Das Übliche. Sie ist süchtig nach Trash-TV. Sobald dieser Müll im Fernsehen kommt, versinkt sie im Sofa und nabbelt sich von der Welt ab. Es kommt mir vor, als würde sie... Es würde es dir... Oh Gott, das war nicht der Hamster, das war wieder Agatha. Es kommt mir vor, als würde es dir auch gefallen. Naja, du weißt schon. Ich will mir das nicht ansehen, aber es ist wie eine harte Droge. Wenn man einmal angefangen hat, war's das. Es gibt kein Zurück mehr. Gut, dass ich genug Samen für die ganze Nacht mitgebracht habe. Sei vorsichtig, es ist sehr gefährlich. Wenn ich du wäre, würde ich aufhören zuzusehen, bevor es zu spät ist. Aber dieses Programm ist langweilig. Das habe ich am Anfang auch gesagt und jetzt sieh mich an. Aber wenigstens kann ich noch sprechen, im Gegensatz zu Frau Ellen. Sie ist definitiv verloren. Ja. Okay, wie auch immer. Ich bin nicht hergekommen, um fernzusehen. Ist Nika hier? Ja, sie ist oben in ihrem Zimmer und bastelt an ihren Dingen herum, wie jeden Nachmittag. Okay, danke. Beeil dich, geh weg vom Fernseher, bevor er dich einnimmt. Was ist, wenn ich... Es schauen zwei süchtige Fern. Wenn ich den Fernseher abschalte oder die Kanal wechsle, könnten sie in einen Schockzustand geraten und das brauche ich im Moment nicht.
Aber Pleso ist cool. Er verdient es nicht zu sterben. Lassen wir den Fernseher in Ruhe. So, dann gehen wir mal hoch zu Nika. Erfolg freigeschaltet. BFFF. Best Friends Forever. Ein roter Spind. Nika lagert da vermutlich seltsames Zeug. Ich bezweifle, dass sie etwas hat, das ich brauche. Nika hängt Poster von Robotern und Wissenschaftlern auf, die versuchen, interessant auszusehen. Wenn ich Poster im Schlachthof aufhängen könnte, wären sie von Tieren und Fleisch und solchen Dingen eben. Das ist Optimus Prime oder so. Farbige Haftnotizen. Die sind wie die, die Mama verwendet hat, um Kundenbestellungen aufzuschreiben. Das muss wohl eine von Nikas Erfindungen sein. Bücher, Kabel, Werkzeuge, Nikas Zeug. Nika ist ziemlich seltsam. Sie mag es, mit mechanischen und elektronischen Dingen zu spielen. Deswegen hat sie Werkzeuge, Kabel, Technikbücher und solche Dinge in ihrem Zimmer. Sie mag auch Comics und Filme, besonders wenn es darin riesige Roboter, wenn darin riesige Roboter vorkommen. So. Es scheint für den Carnivorismus nicht nützlich sein. Was genau soll ich damit machen? Okay. Nika ist super in allem, was mit Computern zu tun hat. Sie ist die Klügste in der Schule. Eigentlich könnte sie sogar die Klügste auf der ganzen Welt sein. So, dann reden wir mal mit Nika, ne? Hi, Nika! Hey, Agatha! Warum bist du nicht in der Metzgerei? Naja, ich wollte etwas frische Luft schnappen. Und ich bin in deinem an deinem Haus vorbeigekommen und dachte ich mir, wäre cool, Hallo zu sagen. Ist das so? Komm schon. Es sieht so aus, als wolltest du mich etwas fragen. Ja, also vielleicht kann sie mir mit der heiligen Schrift des Carnivorismus helfen. Du liest viele Bücher, oder? Ja, ich liebe Lesen. Aber nur gute Bücher über Mechanik, Elektronik und Technik. Der Rest bringt niemandem irgendwas. Hast du ein leeres Buch? Ein leeres Buch? Du meinst ein Notizbuch? Nein, ein Buch. Ein dickes mit vielen Seiten. Nur eben halt alle leer. Ah, und der Einband muss rot sein. Nun, nein. Warum sollte ich ein leeres Buch haben? Das wäre ziemlich dumm. Ich schätze schon, aber ich brauche es für etwas. Ich habe ein paar Geschichtsbücher, die super langweilig sind. Und die ich nicht brauche. Sie haben viele Seiten. Willst du sie? Ich gebe sie dir. Nein, danke. Ich suche weiter. Verdammt, ich wäre sie fast losgeworden. Nika war schon immer gut mit Computern. Was machst du da? Ich arbeite an einem Projekt. Für die Schule? Okay. Es ist für die Schule, besonders für den Direktor und meine Lehrerin. Aber es ist auch ein Projekt für meine Eltern und meinen Bruder. Für alle, die im Fernsehen dumme Dinge sagen. Für klitschige Dinge und sich wiederholende Videospiele. Für geplante Obsolenz und verkantete Schrauben. Für diese Dinge und noch viele andere. Aber worum geht's bei dem Projekt? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Warum? Es ist ein Geheimnis. Okay. Ich sage ihr, dass ihre Mama furchtbar aussieht, falls sie es nicht weiß. Ich habe versucht, mit deiner Mama zu reden, aber sie sagt nichts. Sie schaut fern, oder? Gib dir keine Mühe. Diese Frau ist ein Wrack. Ihr Gehirn ist ganz verschrumpelt. Ich habe Dinge zu erledigen und sie muss wieder an ihrem Projekt arbeiten. Ich lasse dich alleine mit deinem Computer.
Yep, Computer, Desktop, super, tolle Maschine. Nenn es, wie du es willst, wie auch immer. Bis später. Gut, hier haben wir auch kein Buch gefunden. Gehen wir wieder raus. Und... Oh, ich wollte eigentlich erst gucken, wo wir jetzt hinkommen, aber dann gehen wir noch rüber. So, und ich würde sagen, hier machen wir dann wieder einen Schnitt. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Agatha Knife. Tschüss! Thank you.